Ich heiße Hans Wüttrich, bin geboren in Eschi, Kanton Bern. Musikstudium am Konservatorium Bern bei Sava Savov, Klavier und Sandor Veres Theorie und Klavierdiplom. Ja, nun, ich habe sehr spät angefangen mit Musik zu machen, weil ich ja in Eschi war und da gab es bei mir kein Klavier und so weiter. Also das hat bei mir erst angefangen mit einem Musikstudium am Konservatorium Bern und also bei Savov und Veres und habe da das Klavierdiplom gemacht. 1967 bis 1973 habe ich an der Universität Zürich studiert, deutsche Sprache und Literaturwissenschaft, Philosophie und Musikwissenschaft. Promoviert habe ich 1973. Kompositionsunterricht habe ich dann bei Klaus Huber genommen. Und später dann 1971 bis 1985 war ich Lehrbeauftragter für Linguistik an den Universitäten Zürich und Basel. 1974 gründeten wir das Mixed Media Basel. Mixed Media Basel, das ist ein Ensemble, das jetzt alles gespielt hat, das wir gesehen haben. Basel, das sich besonders Werken im Zwischenbereich von Musik und Theater widmet. Von 1985 bis 2002 war ich Dozent für Musiktheorie an der Musikhochschule Winterthur Zürich. Seit 2002 bin ich freischaffend. Ich lebe in Allesheim und Kanden. Kanden, das ist da im mehr oder weniger Schwarzwald. Seit 2009 bin ich Mitglied der Akademie der Künste in Berlin und seit Beginn 2013 habe ich seit 2013 Einrichtung eines Hans-Wüttrich-Archivs im Musikarchiv der ADK Berlin. Ja, schon. Nur wir haben jetzt solche Musiktheaterstücke untersucht und so. Aber ich habe natürlich auch und relativ viele andere Kompositionen gemacht. Die sind jetzt heute nicht dran gekommen und so. Aber ich habe eine ziemlich große Liste und ich kann sie ja jetzt nicht alles aufzählen oder wenn Sie wollen, kann ich ja das schon machen. Ja, ich war natürlich ganz erfreut, natürlich, dass das war natürlich eine Spezie und ich bin ja nicht ein allzu reicher Mensch und so und bin sehr, sehr froh,
dass da wieder etwas reinkommt. Und ich bin natürlich sehr dankbar, das ist ganz klar. Ich habe alles Mögliche gemacht auch so, nicht nur Musiktheater. Das erste Musiktheaterstück, das ich schrieb, das stammt aus den 68er Jahren und trägt den Titel Das Glashaus. Das Glashaus ist eine Art musiktheatralisches Modell, das versucht, typische Verhaltensmuster innerhalb von Machtstrukturen sicht- und hörbar zu machen. Es geht also um Macht. Die Hackordnung wird bereits durch das Bühnenbild angedeutet, durch eine hierarchisch aufgebaute Podesterie. Darauf sitzen auf Stühlen, ebenfalls hierarchisch angeordnet, die Spieler. Auf der linken Seite haben wir eine Zweiergruppe, auf der rechten eine Fünfergruppe. Zuerst wird die Zweiergruppe exponiert. Es kommt dazu die Fünfergruppe und es kommt dadurch zu einer Konfrontation der beiden Gruppen mit gegenseitiger Beschimpfung. Die löst sich auf und geht über in eine Paarbeziehung. Diese wird unterbrochen durch etwas Drohendes, das aus den Lautsprechern ertönt und allmählich anschwillt bis zu einem ohrenbetäubenden Lärm. Dies hat den Effekt, dass alle solidarisch sind und alle von ihren Podesten herunterkommen, bis sie auf dem Bühnenboden knien und alle gegen die Bedrohung anschreien. Nach einer gewissen Zeit verschwindet die Bedrohung allmählich und jetzt könnte man meinen, dass die etwas gelernt haben und sich von da an vertragen. Aber es beginnt ein Kampf jeder gegen jeden, bis sämtliche Stühle besetzt sind wieder und sich wieder eine neue Hierarchie gebildet hat, bloß mit einer anderen Besetzung. Das ist so im Großen der Inhalt dieses Stückes. Finito.